Der kalendarische Herbstanfang macht seinem Namen heute alle Ehre und damit herzlich willkommen zum Wetter von wetter.net. Denn unter dem Einfluss von Tiefdruckgebiet Nasar, da wird es heute wechselhaft und auch kühl in Deutschland. Denn bei vielen dichten Wolken, da ziehen immer mal wieder Regenschauer durch. Vereinzelt kann auch mal Blitz und Donner dabei sein. Die Chancen auf kurze sonnige Momente, die sind noch am ehesten im Norden gegeben. Im Südosten, ja, da bleibt es bedeckt und da fällt auch längere Zeit Regen an den Alpen auch kräftig. Die Temperaturen liegen hier unter den Regenwolken bei 11 Grad, an der Oder sind bis zu 19 Grad möglich. In der Nacht, da fallen die meisten Schauer dann zusammen, nur hier im Südosten, da fällt noch leichter Regen. Vor allem im Norden klart der Himmel auf und es bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad an den Küsten und 4 Grad im Allgäu. In den kommenden Tagen, ja, da geht es aber allmählich aufwärts. Die Sonne zeigt sich wieder häufiger und es wird auch wieder etwas wärmer. Morgen gibt es häufigen Sonnenschein, nur im Süden halten sich einige Wolken und im Nordwesten sind vereinzelt Regenschauer möglich, das Ganze bei 14 bis 20 Grad. Auch am Freitag, ja, da gibt es häufigen Sonnenschein, nur ganz vereinzelt kann es mal einen kurzen Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Und auch am Samstag, da zeigt sich die Sonne häufig, vor allem im Norden. Im Süden gibt es einige Wolken und auch einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen dann zwischen 13 und 19 Grad. Mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und bis Freitag.